der Windpark Wülfersheim und die Berichterstattung von Frontal und weswegen ich mich da so aufrege. Wenn Sie das interessiert, ich sehe die Demokratie massiv gefährdet und warum, dann hören Sie mir weiter zu. Kurze Bemerkung, ich versuche das jetzt nochmal einzuspielen, ich glaube, ich habe den Fehler gefunden. Deswegen zeige ich Ihnen jetzt alles als PDF ausgedruckt und dann sollte das nicht wieder passieren. Also, worum geht's? Also ich habe einen technischen Bericht über den Windpark Wülfersheim gebracht, wo sich Frontal fürchterlich aufregt, was da die Behörden für Deppen wären. Und sich da fürchterlich echauffiert. Das möchte ich Ihnen erklären, aber ich möchte Ihnen das an einem anderen Beispiel erklären, wie das heutzutage journalistisch vorgeht und worum es meines Erachtens den Journalisten geht. Und da mache ich jetzt ein Beispiel. Das ist ein bisschen älter, aber immer noch, das ist älter, ist über 10 Jahre alt, aber immer noch höchst aktuell. Und daran werden Sie meines Erachtens erkennen, worum es überhaupt geht, den ganzen Leuten. Und es geht nämlich nicht mal mehr um Fakten. Und das zeige ich Ihnen jetzt am Hand des Spiegel. Und zwar haben wir hier, kurz zur Erklärung, habe ich ja schon mal gebracht, das Thema. Aber jetzt machen wir das anders. Hier, damals habe ich die Fakten gebracht und jetzt mache ich, sagen wir mal, ich bin kein Psychologe, die Psychologie hinter der Berichterstattung. Worum geht's? Also erstmal ging es darum, 2009 wurde gegen die Schweinegrippe geimpft. Und dann ein Jahr später stellte sich heraus, dass ein spezieller Impfstoff ein Problem hatte und dadurch Kinder und Jugendliche massiv geschädigt wurden. So, bis jetzt sind meines Wissens über 50 Kinder und Jugendliche, also das Schlimmste, der Super-GAU, an der Narkolepsie erkrankt. Das ist eine Autoimmunkrankheit, die bekommen sie im Leben auch nie wieder los. Die haben einfach verloren, ja, weil die dürfen nicht mehr Auto fahren und so weiter. So, und jetzt geht es darum, um den Spiegel, mein Lieblingsblatt diesbezüglich, weil man das da am besten darstellen kann. Und hier geht es darum, Hersteller von Schweinegrippeimpfstoff ignorierte die Risiken, steht da. Und hier steht ganz klar Hersteller da. Es geht also, es wird jetzt oben, da steht er gerade oben drüber, das ist genau GlaxoSmithKline. Die haben die Risiken ignoriert. Okay, und hier ist der typische Empörungsjournalismus zu sehen. Wie kann man nur so ein Risiko überhaupt zulassen? So eine Unverschämtheit und welche Rücksichtslosigkeit und so weiter. Und hier wird nur GlaxoSmithKline an den Pranger gestellt. Es musste schnell gehen und so weiter und natürlich. Und dann die WHO solche erklärt hatten, Schweinegrippe müsste her und so weiter. Ist klar, wenn schnell ein Impfstoff her muss, muss man das Risiko höher. Aber das wird da ignoriert und dann kommt hier. Und zwar ist es so, jeder Impfstoff hat einen Wirkstoffverstärker. So. Und früher war das meines Wissens, also die alten, die neuen weiß ich nicht, Corona weiß ich nicht, die Vektorimpfstoffe und die anderen, aber die alten Impfstoffe hatten Wirkstoffverstärker. Das braucht man. Zwar war das ganz früher, war das meines Wissens Quecksilber und das hat man später durch Aluminium ersetzt. Und da steht beispielsweise, um die Produktion zu beschleunigen, mischte GSK seinem Impfstoff einen Wirkverstärker bei. Also das hat meines Erachtens jeder Impfstoff und hat mit der Produktionsbeschleunigung nichts zu tun. Das hat jeder Impfstoff und die haben aber einen speziellen Wirkverstärker beigeschnitten. Das war das Problem. Also was da steht, ist schon mal nicht korrekt, ist halt Spiegel. So. Und hier bislang galt vor allem diese sogenannte Adjuvanz als problematischer Teil des Impfstoffs. Das ist völlig richtig. Okay, so, das ist völlig richtig. Und da haben wir das. Da wird dann geschimpft mit Großexperiment mit einem nicht ausreichend getesteten Impfstoff. Naja, ganz klar, das hat man damals, hat der Spiegel, 2018 ist dieser Artikel. Ist dann, ist darauf, ist 2018, ist da steht, doch, hier steht es, 21.09.18. Und da sagt man, ein großes Experiment gewesen. Und jetzt, naja, Sie dürfen drüber legen, wie viel schlauer das ist jetzt mit dem anderen Impfstoff. Gut, die Zahlen von Nebenwirkungen und so weiter und Arznei, unsere Schätzung, da rund 10, okay, auf jeden Fall, okay.
Und jetzt, schon länger war die bekannte Nebenwirkung Narkolepsie und die Schweden, die haben extrem viel geimpft, die haben pauschal, steht da glaube ich drin sogar, pauschal mit 1 Million Euro entschädigt. Und meines Wissens, ich habe leider die Stellen nicht mehr gefunden bekommen, Deutsche, die dadurch geschädigt sind, also dürfen nie mehr Auto fahren beispielsweise, meines Erachtens, wenn die plötzlich einschlafen, das ist das Ding, erhalten 370 Euro monatlich. Das ist der Unterschied zwischen Schweden und Deutschland. So, und das ist jetzt, hier wird also ganz klar völlig empört über GlaxoSmithKline hergezogen, der typische Empörungsjournalismus, der dann da bei dem anderen Frontalartikel auch war. Und der Unsinn, weswegen das mit dem Empörungsjournalismus so ein großer Unsinn ist, hier unten haben wir 9 Empörungs- und zwar ist in diesem Ding, das konnte ich Ihnen nur als Screenshot reintun, weil das jetzt ein PDF-Ausdruck ist, das habe ich Ihnen reinkopiert. Hier haben wir ein in diesem Artikel, der massiv gegen die Schluderer und Schlamper dieser GlaxoSmithKline, gegen diese Firma vorgeht, wird dann unten drin ist ein Video, im Video radikale Impfgegner in Deutschland. Also da wird sich darüber empört, was für Idioten da doch rumlaufen, die sich komplett gegen Impfungen aussprechen und auch ihr Kind beispielsweise gegen Masern nicht impfen lassen. Weil ja, Masern schützt ja auch andere. Also meines Wissens hat das, ich will jetzt hier nicht, damit nicht gelöscht werden, aber die Masernimpfung hat ein massives Problem. Meines Wissens, ich kann das nur nicht sagen, sonst wird das hier alles gleich gelöscht. Und denn als Ingenieur weiß man, von nichts kommt nichts. Und die Nebenwirkungen von jeder Aktion, die ich habe, die kommen meistens erst zum Teil viel später raus. Genau wie die Schweinegrippeimpfung. Da hat man nach einem Jahr gemerkt, ups, jetzt haben wir plötzlich erhöhte Anzahl von Narkolepsie. Okay, so, also wir haben den Empörungsjournalismus in der einen Richtung und den Empörungsjournalismus auf der anderen Seite. Das heißt, dem Spiegel geht es gar nicht um korrekte Berichterstattung, dem geht es nur um den Journalisten des Spiegel, geht es nur darum, Aufmerksamkeit zu erheischen und dass denen quasi geistig einer abgeht. Wenn man es mal so sieht, da schüttet das dann offensichtlich Dopamine aus. Und Endorphine, dass die da im Mittel, das hat ja auch dieser Klaas Relotius beim Spiegel gemacht, der hat ja einfach seine kompletten Storys komplett erfunden, hatte Dutzende von Preisen und keiner von denen hat auch die Preise. Und die Leute, die Preise verteilt haben, da hat einer nicht mal, das sind Journalisten, nicht mal überprüft, ob das überhaupt, nicht mal keine Plausibilitätsüberprüfung gemacht, ob das überhaupt wahr ist. Das ist Klaas Relotius, müssen Sie mal gucken. So. Und das bedeutet also, der Journalismus, also aber ein, jetzt wo wir, gehen wir hin, ja, und das ist hier und das, und was sie, da hauen sie auf die, erstmal, da hauen sie jetzt auf die Großindustrie ein, was ich für einen, weil, ja, gut, und es ist richtig empört und das machen sie genau wie die anderen auf die Automobillobby und Kernkraftlobby und so weiter, da wird draufgeschlagen ohne Ende, was sie aber nicht erwähnen, ist das da. Aufregung, das ist ein Artikel von 2009, der ist ausgedruckt aus der SZ. Eine Woche und da geht es darum, dass damals bei dieser Schweinegrippeimpfung, wo es diese Schäden gab, eben dieser Impfstoff an den Plebs, an die niedrigen Kasten verteilt worden war und die Politiker, die Soldaten und die Beamten haben einen anderen Impfstoff bekommen. Und dann gab es Aufregung um die 2-Klassen-Impfung. Und dann gab es Kriege, also Kriege, verbale Kriege im Bundestag. Und dann gab es Leute, wie beispielsweise, ich habe Ihnen das hier angezeigt, Virologe Alexander Kölkühl rät gesunden Erwachsenen zur Impfung. Die Nebenwirkung sei nicht viel anders als zum Beispiel aber eine Tetanusimpfung. Hat sich also definitiv als falsch herausgestellt. Das sind hier noch Leute, die als Fachleute rumrennen hier. Die wagen eindeutig falsch. Bei anderen Impfungen machen sie genau dasselbe. Und dann kam auch der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach, den Namen habe ich irgendwie noch nie gehört, oder haben Sie schon mal, hatte die unterschiedlichen Bestellungen am Wochenende als äußerst unglücklich bezeichnet und Schäuble direkt angegriffen. So entsteht der Eindruck einer Zwei-Klassen-Medizin bei der Impfung. Also der Plebs kriegt den einen, die anderen kriegen den anderen mit dem neuen Impfstoff, also umgekehrt, der Plebs kriegt den mit dem neuen Impfstoffverstärker und dann ist der, das ist, sagte, es, hier hatte er nicht das,
notwendige Spur. Also Herr Lauterbach hat gesagt, die Impfstoffe sind gleichwertig. Und dann gibt es noch, es gibt keinen besseren oder schlechteren Impfstoff, die Presse und so weiter. Und hier steht die Regierung und das für die Zulassung von Impfstoffen. Zuständige Paul-Ehrlich-Institut versicherte dagegen, es gebe kein größeres Risiko, für das Institut erklärte, es gibt keinen besseren oder schlechteren Impfstoff. Das hat das PAI erklärt, damals. Das war nachträglich gesehen unwahr. So, und jetzt gehe ich zurück zu dem Spiegelartikel, worum es geht. Und der Witz ist der, dass hier nur der Hersteller der Impfstoffe an den Pranger gestellt wird, aber ein Herr Lauterbach und das PAI und der Herr Kekül, die kriegen nichts ab. Das bedeutet, da stimmt irgendwas nicht, weil es ja nicht alleine dass der Hersteller war, sondern auch waren noch viele andere Institutionen und die werden eben nicht fertig gemacht auf diese unterirdisch-journalistisch Katastrophenweise. Und deswegen rege ich mich auf und deswegen, und darum geht es mir jetzt. Ja, das ist jetzt das Beispiel. Und wenn ich jetzt auf meinen Fall gehe, mit dem Frontalartikel, der also irgendwas erzählt, was auch wirklich unwahr ist, siehe Spiegelartikel, dann wird dann da auf den Behörden rumgedroschen, dass die so ungefähr die Energiewende behindern, weil sie ja bessere Anlagen verhindern, die kleiner sind und gleichzeitig besser, was aber auch von der Seite Unsinn ist, weil die nur mehr Nennleistung haben. Ich werde jetzt mal gucken, ob ich Ihnen jetzt ob die Rechnung gebe. Da kommt genau das Gleiche raus. Ich habe es schon ausgeplottet. Also es dürfte 0 auf 0 ausgehen. Erst ab 7, 8, 9 Meter Durchschnittsgeschwindigkeit werden Sie Unterschiede erkennen. Und irgendwo ab 9 dürfen Sie wahrscheinlich, ab 8 dürfen Sie Maschine überhaupt nicht mehr stellen. Und von dieser Seite haben wir hier exakt die gleichen Strukturen. Es wird auf jemanden mit völliger Unkenntnis der Sachlage oder auch absichtlich manipulativ rumgedroschen, weil es ja jetzt, es wird ja bei jedem behauptet, der behindert das, die Energiewende und so weiter. Da wird ja Blindfront gemacht und hier sieht man, dass hier Leute da sind, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. Aber genau die wollen die Energiewende vorantreiben, die völlig kontraproduktiv sind. Das ist der Punkt. Und zum anderen haben wir noch ein ganz anderes Thema. Wir haben theoretisch eine Demokratie, ich sehe keine mehr. Und ich sehe hier massive zerstörerische Kräfte der Demokratie, weil die basiert auf korrekter Information der Bevölkerung. Und Leute, die anders denken sind, werden sofort bloßgestellt. Heute hat man Reitschusters Reitschusters PayPal-Konto für 180 Tage einfach gesperrt, einfach so und das Geld einbehalten. Das darf PayPal. Und der ist jetzt plötzlich, der darf nicht mehr, kann nicht mehr berichten. Der ist ab heute quasi, muss er wahrscheinlich sogar schon privat in so, ich weiß nicht, was er macht, aber die haben immer was Konto, einfach ihr Konto gesperrt. Und so wird mit anderen Leuten, mit anderen Meinungen umgegangen. Und es wird eben nicht mehr neutral berichtet, sondern es wird nur noch pauschalisierend, also die böse Glaxo Smith Klein oder wie auch immer, oder die böse Landesregierung und so weiter. Und das, was über das berichtet wird, spielt überhaupt keine Rolle mehr. Aber damit haben wir Zwang gesichert, keine Demokratie mehr. Und von dieser Seite, warum ich mich dann persönlich so aufrege, für mich ist das ein Déjà-vu. Weil ich mitten in der Insolvenz von der Firma Fairchild Dornier drin saß. Und das waren exakt dieselben Strukturen, wie wir sie hier in Deutschland haben. Und die sind schließlich 2022 in die Insolvenz gegangen. Ja? Und deswegen muss ich leider sagen, wir haben hier, meines Erachtens, wir sind kurz vor einer, es hört sich zwar bescheuert an, das weiß ich, aber wenn die so weitermachen, sind wir kurz vor einer Staatsinsolvenz. Warum? Wir haben eine komplette Enteignungswelle. Jetzt haben wir kommt demnächst wieder Tests, aber die müssen 3 € bezahlen. Da wird jeder kleine Arbeiter dazu gezwungen, sich impfen zu lassen, weil er ja 3 € pro Tag sich dann testen lassen muss. Das werden Sie sehen.
Und dann sind die Gaspreise um einen Faktor 5 oder 6 hochgegangen. Wir werden Privatinsolvenzen haben, dass es nur so kracht und die reißen dann die komplette restliche Wirtschaft mit sich. Das scheint irgendwie gewollt und gesteuert zu sein. Habe ich so das Gefühl, ich weiß es nicht. Aber langsam kommt mir das wirklich so vor, dass hier so Sachen da sind. Und wenn ich jetzt noch mit Gewalt die Energiewende durchdrücke und die ganzen Autopreise hochziehen, alles und die Autos verbiete und dann sehe ich keinerlei Zukunft, muss ich sagen. Die ganzen Deutschen wandern ab. Ich suche auch, wohin ich abwandere, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich halte hier so einen Unsinn, so einen undemokratischen wirklich langsam nicht mehr aus. Und für mich ist das ein reines Déjà-vu der Firma Fairchild-Dornier. Bei Fairchild-Dornier, der Chef der IT-Abteilung, hat selbst persönlich ein Virus, beziehungsweise besser gesagt einen Wurm durch die Gegend geschickt. Der Mail-Server konnte man als Spam-Schleuder benutzen, hat keine Sau interessiert. Die haben die dollsten Sachen gemacht. Wir saßen in Containern, in Hallen nochmal drin, da rannten die Mäuse drin rum, das war mein Arbeitsplatz. Wir hatten dann 32 Grad in den Büros und weder der Betriebsrat noch das Gewerbeaufsichtsamt, nochmal, das habe ich aus Verzweiflung eingeschaltet, hat sich darum gekümmert. Das Gewerbeaufsichtsamt hat nämlich wieder zurückverwiesen auf den Betriebsrat, der vorher sowieso schon nichts getan hat. Und zuletzt wollten sie 0,8 mm Stahlblech auf den Flieger aufnieten und dann hat es klack gemacht und waren sie platt. Und danach hieß es, ja, wir werden doch noch übernommen. Und ich habe gesagt, da sind schon x Firmen durchgerannt, seid ihr verrückt, wer will euch übernehmen? Die wissen doch, hier ist nur noch Chaos. Und offensichtlich haben sie später auch noch Insolvenzverschleppung gemacht. Und mir hat jemand gesteckt, das weiß ich nicht, ob stimmt, dass der Berater der Firma dann später der Insolvenzverwalter wurde. Dann wurde alles unter den Teppich gekehrt. Und das läuft alles genauso in einer ganz großen Ebenhöhe. 3000 Mitarbeiter waren damals plötzlich ohne Job. Und das war so, es war eine reine Abzocke von den Investoren, von Allianz und noch einer war es. Meine Meinung, das war alles gezielt. Ich habe Listen geführt, alle 14 Tage wurde in Amerika ein neuer Geschäftsführer ernannt. Da habe ich ganz große Listen gehabt. Da gab es einen neuen Geschäftsführer. Jede 14 Tage kam eine neue Mail. Is pronounced as a new CEO. Das kenne ich alles. Und ich weiß, wo das hinläuft. Die anderen Leute wissen das nicht. Die haben sowas noch nicht erlebt. Die saßen noch keine Insolvenz drin. Ich schon. Und bei der nächsten Firma war ich dann permanent in Semi-Insolvenzen drin, wo kein Geld da war. Wo ich dann genagelt wurde in irgendwelchen Projekten, wo 5, 6, 7 Millionen auf dem Spiel standen, die an meinen Schultern hingen, aber ich habe kein Geld gekriegt, um irgendwelche Aufträge zu geben. Das war auch nicht lustig. Was glauben Sie, was da los ist? Das ist freie Wirtschaft. Und noch kleiner Hinweis, erneuerbare Energien, da fließen viele Subventionen und sowas ist immer Antrieb von viel Korruption. Ist doch irgendwo logisch. In diesem Sinne, euer Ingenieurskanal.